Dieses Gefühl, wenn man niesen muss, aber nicht kann. Das gibt's nicht. Ach doch, das gibt's natürlich, aber es ist nervig. Ihr wisst, was ich meine. Ach ja, ich hasse Allergien. Gibt nichts Nervigeres. Oder, Niklas? Jep. Ich muss die Hilfspfeile noch anmachen. Ist schon an. Die Hilfspfeile? Hilfspfeile. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich habe mein Omnidisplay gesehen. Das sind doch so Pfeile, die rumschweben, die dir zeigen, wo du hin musst, ne? Richtig. Was war ich für eine Linie, die 9? Warum kannst du nicht einfach ein Navi im Bus einbauen? Weil die alten Busse das noch nicht hatten, deswegen. Warum fährst du kein 9? War ich doch. Warum hast du da kein Navi? Halt, der hat das halt nicht. Das unterstützt halt irgendwie nicht. Es gibt bestimmt einen Navi-Mod. Es gibt für alles Mods. Denkst du? Du kannst in Omsi auch ein SUV fahren. Ich weiß. Hab ich kurz nicht gesehen. Oh, die Kupplung ist nicht die Bremse. Du hast dich gerade verkuppelt, bremst. Ja. Wer macht denn sowas? Ich auf jeden Fall nicht. Du hast dich gerade selber widersprochen. Das war der Sinn der Sache, du Schlaukopf. Ich weiß. Sonst wäre ich kein Schlaukopf. Das stimmt allerdings auch wieder. Tja. Tja, ne? Immer diese Leute, die immer recht haben, Mann. Fast immer. Boah, ist das geil, mal wieder mit Lenkrad zu fahren, Alter. Bremsen! Boah! Erzähl doch mal, was mit deinem anderen Lenkrad passiert ist. Das ist abgeraucht. Geh ins Detail. Du könntest vielleicht noch ein bisschen kürzer machen, wenn du einfach abgeraucht gesagt hättest, aber ich schätze mal, du wirst ein bisschen darüber erzählen. Ja, also wie ich das bin emotional berührt hat. Euer Truck gefahren. Und dann bin ich halt schnell um die Kurven gefahren und dann hat es mal auch ein Graus angefangen. Und ja. Und warum hast du das nicht wieder geholt? Also ersetzen lassen? Weil Logitech nicht die Ampel wurde, das. Lol, die haben einfach gar nicht Lol, die Ampel war rot. Ah, sie war grün. Oder mich hat keiner gesehen. Sie war grün. 100%ig. Oh, wir haben mal wieder ein ETS Glück. Wir haben das beste Wetter der Welt. Ich muss mal City Card Driving holen. Bei mir ist das cool? Zwei allgemein immer so. Ja, es ist ganz gut. Es ist schade, dass es nur eine Map gibt, aber. Naja, es ist halt ein Spiel, das eigentlich dafür konzipiert ist, Autobahn zu lernen. Ja, Autofahren zu lernen. Es ist halt einfach nur irgendwo rumfahren. Ich meine, klar, man kann Scheiße bauen, aber meiner Meinung nach ist die Luft ziemlich schnell draußen, wenn man sich dann keine Mods holt. Und leider gibt es keine Map-Mods. Ich glaube, da würde ich das Spiel aktiv spielen. Also sonst spiele ich eigentlich zur Zeit nicht. Ich meine, ab und zu mal. Also ist von Anfang cool. Ja, auf jeden Fall. Ich auch als erstes Spiel und da gewöhnt man sich gut an das ganze Zeug. Gewöhnen. Ja. Oh, das werde ich dann mal als Special aufnehmen. Ja. Aber Special, ich und Niklas werden ja für nächsten Samstag ein Special machen. Das müssen wir auch noch machen. Also mir wäre es ganz gut, weil heute weiß ich zum Beispiel, dass ich Zeit habe, dass man es heute gleich machen kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Warum? Aber ich werde es versuchen. Du darfst einfach heute nicht schlafen. Du gehst einfach heute Abend ins Bett und dann klappt das schon. Ich weiß, theoretisch. Ich habe es oft genug ausprobiert. Ich habe es alle letzten Ferien mit 2 Wochen gemacht. Ich werde wieder um 4 Uhr aufwachen. Punkt 4 Uhr. Da kommt nämlich mal die Zeitung. Und die liest du? Nein. Ich merke es. Woher merkst du? Ich habe ein Fenster offen, mein Fenster zeigt zur Haustür. Oh. Warum oh? Der sagt eine Fahrkarte. Warum oh? Ein kleines Kind, der ist an mir vorbeigelaufen, weil der keine Fahrkarte. Scheiß Kinder. Ja.
Politisch korrekt ist, ne? Das darf man natürlich nicht sagen. Zu Kindern muss man immer nett sein. Ja. Ist das schon mal aufgefallen, damit allgemein Kinder oder allgemein unter 18-Jährige eigentlich ja in Deutschland total vernachlässigt werden und das Einzige, wozu die da sind, eigentlich in die Schule zu gehen? Ich meine ganz ehrlich, ne? Guck mal, wozu ist denn der Kindergarten da? Damit ich die Eltern abschieben kann, wenn sie gerade keinen Bock auf dich haben. Ja. Ne? Und jetzt kann man sagen, ja, wenn die arbeiten müssen, bla bla bla, ne? Aber ganz ehrlich, klar, das wird bei manchen der Grund sein, aber viele sind einfach froh, ihre Ruhe zu haben. Und was mich halt nervt, ist, dass es dann immer einen riesen Aufschrei gibt, wenn dann irgendwo ein Kind stirbt. Da verstehe ich auch nicht. Im Grunde ist es genau das gleiche, wie wenn irgendein alter Mensch stirbt. Es macht doch keinen Unterschied. Theoretisch. Ne? Immer klar, moralisch, ja, oder RCS, was auch immer, hat er jetzt noch sein ganzes Leben vor sich. Tja. Ganz ehrlich, wir sollten uns mal nicht so aufregen. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Kinder früher gestorben sind, ja? Dann haben wir es hier scheiße gut. Ich meine, es kommt das so gut wie jedes durch. Ja. Und klar, Ausnahmen gibt's immer. Ich meine, früher, ne, da hatte jeder 10 Kinder und 3 oder 4 davon sind erwachsen geworden. Das war normal. 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 Hast du jetzt eigentlich inzwischen schon mal wieder auf Live-Verschieben gespielt oder noch nicht? Noch nicht. Muss man machen. So, noch 371 Kilometer. Das geht heute ein bisschen langsamer als sonst, kommt mir vor. Sekunde mal, ich muss mich mal gescheit hinhocken. Vielleicht geht's dann schneller, wenn du gescheit sitzt. Nein, ich muss mich nur allgemein gescheit hinhocken. Das ist immer blöd beim mit Lenkrad fahren, wenn... Sekunde. Ich musste niesen. Wenn ich mich nicht auf eins meiner Beine setzen kann. Das mache ich sonst immer. Ich sitze immer auf dem einen Bein und das andere macht irgendwelche Sachen. Was Beine eben so machen, ne? Aber zum Auto beziehungsweise mein Stuhl quietscht. Zur Auto beziehungsweise Truck fahren braucht man 2 Füße. So ein Scheißebau. Boah, bin ich blöd an die alte Stelle hingefahren. Weil das Lenkrad nicht gewöhnt bist oder weil du zu blöd vom Fahren bist? Gerade, weil ich zu langsam war. Und ich habe zu spät gebremst. Wenn du langsam bist, solltest du doch eigentlich besser. Nee, ich habe zu spät gebremst. Ach so. Gott, mein Stuhlwitz ist unglaublich, ne? Hörst du das? Nein. Die Zuschauer hören es bestimmt. Kannst du im Video gucken. Du guckst ja meine Videos aktiv, ne? Ja. Warum lügst du mich an? Ich lüg dich doch nicht an. Welches Video kommt um 18 Uhr täglich? Space Engineers. Nein. Verdammt. Welches Video kommt um 15 Uhr täglich? Space Engineers. Ja. Welches Video kommt um 12 Uhr täglich? Tag 102. Ich bin stolz auf dich. Wo hast du nachgeguckt? Nirgends, ich bin gerade in Game. Beweis es. Boah, dieser Scheißschule, das ist unglaublich. Ich bin mit meinem Stuhl gerade auch nicht zufrieden. Ich muss mir, wenn ich... Ich muss mir das nicht sagen, wenn ich aufnehme, einen anderen herstellen. Ich hol mir jetzt hier die Karte bei Wing. Wo hast du mal das Geld? Ah, ich habe einen Unfall gebaut. Alles gut. Alles gut. Ich habe nur ein bisschen Schaden. 1% auf den LKW. Du hast nur ein bisschen Dachschaden. Der war scheiße, das weißt du, oder? Ja. Ich darf 90 fahren. Seit wann darf ich 90 fahren? Gestern durfte ich nur 80 fahren.
Nee, nicht gestern. Letzte Aufnahme durch eine 80 fahren. Also, letzte Aufnahme, wo ihr nicht dabei wart. Letzte Aufnahme, wo ihr dabei wart, das war noch eine ganz andere Version. Stimmt, das ist eine neue Eurotruck-Version. Jetzt wird eine Geschwindigkeit angezeigt, die man fahren darf. Ist das nicht schön? Wo wird die angezeigt? Rechts unten im Navi. Das also nicht cool. Die Geschwindigkeit, die auf der Schilder steht, sondern die Geschwindigkeit, die du mit dem LKW fahren darfst. Kannst du auch umstellen. Okay. Fährst du immer 90 oder was hast du in Tempobegrenzer drin? Zum Glück bringst du mich gerade auf die Idee. Hatte ich was? Nicht dran gedacht. Den Tempomat reinzumachen. Werde ich jetzt machen. Ich meine Begrenzer. Ach so. Muss ich gucken. Gameplay. Geschwindigkeitsbegrenzer habe ich nicht aktiviert. Warum ist der realistische Treibstoffverbrauch aus? Weil du so. Baum bist. Hier genau steht das. Regenwahrscheinlichkeit manchmal ein bisschen runter. Die Simulation des Druckluftbremssystems werde ich nicht anmachen, weil es mir meistens irgendwann so geht, damit ja, die Bremsen einfach keine Lust mehr haben. Ja, ich weiß. Und dann weiß also soweit ich weiß, muss man einfach nur dastehen und es sollte sich dann eigentlich von allein wieder aufladen, sage ich mal, aber irgendwie funktioniert das nicht. Oder dauert einfach nur ewig. So, 90 km/h. Das dauert recht lang. Und der Thermomat ist drin.